Hallo, herzlich willkommen zu unserem neuen YouTube-Video. Wir würden uns heute gerne mal anschauen, wie viel Spiel braucht mein Hund? Spiel ist genau genommen lebensnotwendig. Lebensnotwendig für kleine Welpen, für junge Hunde und für junge heranwachsende Hunde. Es spielt tatsächlich überlebenswichtig. Denn nur im Spiel kann ein Hund Informationen über sich selber sammeln, über die Grenze seines Körpers, über das, was macht mein Körper, was macht der Körper des Gegenübers. Im Austausch mit anderen Hunden kann er darüber Erfahrungen sammeln, die ihn physisch einfach weiterbringen und die ihn geistig fördern. Dadurch, dass er einfach alles zeigen darf aus dem Sexualbereich, aus dem Jagen, aus dem mal kämpfen, aus dem mal wieder versöhnen und das in einem permanenten Rollentausch, ganz wichtig als Übungsfeld für kleine Hunde. Manchmal denken Hundebesitzer, wenn der Hund mit einem Spielzeug oder mit einem Ball oder mit einem Stock mit seinem Menschen gut spielen kann, dann hat ein Hund sehr viel Freude und sehr viel Spaß und es tut ihm gut. Es ist nicht immer der Fall. Es ist nicht immer der Fall, denn ganz häufig sind gerade diese Hunderassen, die sehr gerne mit dem Spielzeug spielen und mit dem Ball spielen, da gut drauf abgehen, diejenigen, die sehr schnell in Stereotypien landen und auch das Thema Sucht leider genetisch mitbringen. Heute werden wir uns aber genau genommen anschauen, wie viel Spiel tut meinem Hund tatsächlich gut und worauf muss ich ganz besonders achten, wenn mein Hund im Spiel immer sehr übertrieben jagt oder wenn mein Hund im Spiel immer sehr übertrieben Sexualverhalten zeigt oder den anderen mobbt, jemanden immer wieder unter die Grasnarbe steckt. Das heißt, wir wollen uns ein bisschen Gedanken darüber machen, wie viel Spiel tut denn einem Hund tatsächlich gut, dass er ein wertvolles Verhältnis zu sich selber hat und zum Rest der Gesellschaft. Ja, mach mal dolle. Ah, mach mal dolle. Ey. Na. Ah. Jetzt schauen wir uns mal den Franz an. Franz ist ein einjähriger Schäferhund. Der ist ein Paradebeispiel für ein ganz, ganz, ganz freundlicher, aber doll im Gaspedal stehender junger Hund. Eine kleine Granate, kleine Fleischpeitsche. Der kann sich ganz schlecht selber im Griff halten, hat unheimlich Spaß am Leben und findet darüber aber immer wenig irgendwie seine eigene Balance. Ja, hallo! Ha! Der Franz! Komm! Ja, jetzt wird er direkt ein bisschen dolle. Genau, jetzt wird er heftig. Und jetzt versuche ich ihn tatsächlich sehr freundlich einmal kurz. Ja, ich weiß. Richtig gut. Richtig gut. Richtig gut. Mega. Guter Junge. Ja, komm her. Ja, komm her. Das war jetzt eine schöne Überleitung zwischen, er hat sich mal kurz wohlgefühlt, er konnte auch noch mal ein bisschen locker werden. Er geht sehr schnell in Übersprungshandlungen, fängt an so ein bisschen Stress abzubauen, zeigt ein Fiddlebaut, sucht Beute, sucht Objekte, versucht sich zu entstressen mit Steinen und Stöcken. Er schafft es noch nicht, in der Leitung zu bleiben und der Telefonleitung zwischen Mensch und Hund zu vertrauen. Aber es sind ganz, ganz, ganz tolle Momente schon in der mittleren Variante gewesen vom Erregungsniveau. Er konnte schon ein bisschen vorsichtiger sein, er konnte dabei bleiben. Gut gemacht. Toller Junge. Ihr konntet jetzt gut sehen auf den Videos, wie schwer ihm das gefallen ist. Also für mich war es auch nicht leicht, aber dem Franz ist es unglaublich schwer gewesen, tatsächlich Vertrauen in die Situation zu haben, in der Interaktion zu bleiben, mit mir gemeinsam im Fluss, in Kommunikationsverläufen zu bleiben, ohne zu hoch zu fahren, ohne wieder was anderes zu machen, wieder in die Distanz zu kippen. Es ist wirklich schade, dass er so wenig Vertrauen, obwohl der so unfassbar sympathisch ist und so gerne möchte,
dass er es nicht schafft, dann an der Sache tatsächlich auch konkret mal dran zu bleiben. Jetzt schauen wir uns an, wie der Franz es schafft, mit einem anderen Hund zu kommunizieren. Und zwar werden wir ihn mit zwei verschiedenen Hunden auch mal zueinander bringen und können dann sehen, wie viele Schwierigkeiten er tatsächlich dabei hat, mit einem Gegenüber wirklich zu kommunizieren. Also die Interaktion tatsächlich auch mit mir fällt ihm ja sehr schwer. Und wir schauen uns an, wie er das jetzt schafft mit den beiden Hunden. Ist okay. Jetzt wird er ein bisschen sexuell gerade, ne? Das stört den Oscar natürlich. Das macht er super, dass er jetzt innegehalten hat, dass er angehalten hat. Das war schon ein großes Können jetzt gerade. Es war klar, dass er das nicht richtig gut kann. Ecke. Mega. Gut gelöst, der Oscar. Sensationell. Guter Hund. Sehr gut. Kann ich verstehen. In die Ecke würde ich nicht rein. Mega. Ja, schöne Situation. Hat er auch noch mal so ein bisschen ausgehalten jetzt, der Franz. Sehr schön hat er innegehalten. Bei der sozialen Kontrolle hinten, die der Oscar gemacht hat. Der Oscar bleibt auch echt stabil und bleibt dran. Irgendwie ist das ein mega therapeutischer Hund. Super gut. Unfassbar guter Verlauf jetzt für den Franz war das. Das war eine ganz lehrreiche soziale Einheit für ihn. Man konnte schön sehen, wie viele Stufen des Ausprobierens dabei waren, welche Themen er aufgemacht hat zwischen Aggressionen, Dominanzverhalten zeigen, Sexualverhalten, dann wieder freundliches Spiel, dann wieder einfach aufdringlich sein, dann wieder einfach ein bisschen eskalieren. Und man hat jetzt auch gut gesehen, der Oscar war ein guter Partner für ihn. Er war aber nicht wirklich in der Lage, ihm so ein bisschen auch eine Grenze aufzuzeigen. Das zeichnet ihn auch aus, den Oscar als Therapeut. Nichtsdestotrotz, als Verlauf kann man wieder sehen, wie wichtig auch das Thema Grenzen sind für eure Hunde und auch gerade für so Granaten wie den kleinen Franz. Jetzt haben wir eine Schäferhündin und die Ava wird wahrscheinlich eine Grenze setzen können. Das ist unsere Hoffnung, dass er da tatsächlich jetzt auch hündisch begreift, okay, das kann ich machen, dabei fühlt sich das Gegenüber gut und das lasse ich vielleicht lieber sein. Ach, das rafft er sofort. Ava, ich zähle auf dich. Oh, sie mag ihn. Ah. Du stutzt dir die Jungs schon zurecht. Eine Hyäne. Hi, Schatz. Großartig. Wir konnten jetzt schön sehen, wie gut ihm das getan hat. Wie wichtig es war für den Franz auch tatsächlich mal dieses Gegenüber zu spüren, dass er nicht alleine auf der Welt ist und dass er auch tatsächlich darüber in einen anderen Zustand kommen konnte, beweist wieder, dass von seinem Gesamtkonzept, von seiner Sensibilität und von seinen Möglichkeiten, sich auf ein Gegenüber einzustellen, eigentlich alles da ist, was er braucht. Er möchte jetzt nur die richtigen Erfahrungen machen, dass es gut für ihn wird
Und er trotzdem lernt, sich auch ein bisschen zu reflektieren. Viele unserer Hunderassen haben ein hohes Niveau der Erregungsmöglichkeit. Die regen sich schneller auf als ab. Und Spiel bedeutet ja auch immer eine hohe Erregung, das heißt eine hohe Form von Freude, Aufregung, auch ein bisschen tatsächlich sehr positiven Stress. Und wichtig ist es, dass ein Hund lernen muss, mit diesem Stress umzugehen. Die wenigsten Hunde können mit diesen hohen Erregungsthemen sehr lange gut umgehen. Häufig kippt es dann in die Aggression, sodass immer wieder der Anknopf und der Ausknopf für den Hund ganz deutlich immer wieder berührt werden muss und auch geübt werden muss. Sonst geht es dem Hund nicht gut, wenn er in der Dauererregung und in der Dauerstress-Thematik hängen bleibt, in einer Schleife, wo er selber nicht mehr rausfindet. Ihr konntet jetzt schön sehen, wie schwer es dem Franz gefallen ist, tatsächlich im sozialen Spiel mit sich selber zurechtzukommen. Und viele Hundetypen, viele Hunderassen, viele Schäferhunde haben tatsächlich eine sehr starke Erregung. Die explodieren richtig, die sind doll in der Eskalation und haben es nicht so leicht, sich runter zu regulieren und irgendwie wieder so ein bisschen in so ein Zwischenspiel zu kommen. Die Türen sind offen und dann läuft die Flut dadurch. Wenn du auch einen ähnlichen Hundetyp hast, der so dolle ist und der einfach so schlecht damit zurechtkommt, dann muss man vielleicht auch mal so ein paar Alternativen mal ausprobieren im Sinne von, wie kann denn ein Spiel möglich gemacht werden überhaupt für deinen Hund. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst gerne einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Video. Ciao.